Was schreibst du da über mich? Und über Richard, den du nicht mal annähernd das Wasser reichen kannst. Und Klaus? Und Paula? Dass ich ohne sie glücklicher wäre. Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast! Du hast meine Familie ruiniert! Übernimm endlich Verantwortung. Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast. Und mich wärst du immer noch verstrickt in dieser sinnlosen Ehe. Was? Du kannst es momentan nicht dazu glauben. Ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis. Ich krieg vielleicht 2 Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Hm? Was? Kleine, klebrige Goldstücke von meinen Haaren in deinem Tagebuch? Hm? Wo hast du die Objekte? In irgendeiner Scheißspitze hat mit Zeit aus dem Beinzimmer gezogen oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Die hat dich zu mir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu kleiner. Juri. Ja, Juri. Ich habe zufälligerweise gerade selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich dich jetzt nicht zur Schule. Klar? Sink rate. Glide slope. Sink rate. Gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden. Hm? Was hast du dieser Frau gesagt? Nix.